Corona-Fake. Habt ihr das auch schon gesehen? Hallo? Wir sind hier Blum und Heckmann in Corona-technischem Abstand. Corona-Fake-technisch. Genau. Der ist also weit genug von mir entfernt, dieses kontaminierte Wesen mit zu wenig Auslauf. Ja. Aber der sich jetzt beschwert hat, dass man nicht in Saunen gehen kann, weil nach bei ordnungsgemäßem Gebrauch von Saunen. Der hat meine Flügel austranspiriert. Ja, genau. Bei ordnungsgemäßem Gebrauch von Saunen würde ja der Virus von selber ausgeschwitzt. Da sind wir wieder. No movies, please. No movie, yeah, professional acting. No movie, no movie. Der ist kontaminiert. Ich weiß noch nicht mit was. Ja, unterminiert, kontaminiert und überhaupt missioniert. Hör auf, ey. Sie sucht einen Ohrring. Mutti hat die Ohrringe verloren. Was auch wieder Erbe. Was auch wieder zeigt, dass man auch andere Probleme hat. Du kannst mir ja nichts anhaben. Du bist dann. Ja, menschliche Nähe. Ja. Menschliche Nähe. Man muss das einfach auch dann sublimieren können. Das ist sublimierte menschliche Nähe. Und alle. Kann man sich beim Joggen anstecken? Kommt drauf an, wie man joggt. Und wie nah an anderen man joggt. Vorsicht, keine Straßenschilder oder Lampen zu tief umarmen. Yeah. Weil besonders von Tieren wird dieser Virus besonders. Aber eigentlich nur, wenn er so isst. Das Holt ist auch interessant. Mich hier raus! Das ist auch interessant, dass man eigentlich die Tiere ja essen muss. Ich hab wirklich zu wenig Auslauf. Guck mal, der kleine Vogel. Die Tiere, die fliegt, die. Hör auf jetzt. Mach weiter. Mach das nicht. Das kriegst du nicht rausgeschnitten. Ja, was jetzt? Wo liegt das? Wo liegt der Ring? Der Ring der Kraft. Ach, genau. Kopfschmerzen. Erste Anzeichen. So. Hast du hier schon Waffen ausgelegt? Geht das schon wieder los? Ja. 1. Mai in Grunewald. Stein des Weisen. War schon immer ein Problemviertel. Ja, das ist ein totales Problemviertel. Sozial abgehängte Leute hier. Ja, ist ja total. Im Niedergang. Schmargendorf, Grunewald. Sozial isoliert. Ja, schon, ja vor der, schon vor der Corona-Krise. Ja. Das sieht man an solchen Häusern. Ja, absolut. Riesige Säle. Ausländer sind viel. Ohne Menschen. Sind was? Viele Ausländer unterwegs heute. Du meinst solche aus anderen Bezirken? Das ist ein Problem. Ja, man hält Abstand. Das ist auch sinnvoll. Ja. Oh, was Menschen so alles verlieren. Seine letzten Kopfhörer weggeschmissen. Ohrprothesen, ja. Ey, Wahnsinn. Hey. Im Himmelswillen, wer hat diesen Menschen diese Dachpfannen empfohlen? So sieht man sie jetzt in den Straßen stehen. Man muss auch menschliche Nähe, muss man in der Lage sein, sich selbst spenden zu können. Man muss es auch in den öffentlichen Raum tragen, dass Menschen vereinsamen in dieser Gesellschaft. Ja. Ich wurde von meinen Nachbarn heute besonders freundlich begrüßt. Von weitem. Ja, ich habe mich auf Distanz gehalten. Das war wahrscheinlich die erste vernünftige Aktion, die ich seit Einzug in dieses Haus mal gemacht habe. Ja, das ist das. Das wird geschätzt. Genau. Distanz wird geschätzt. Was ist das Sozialplan? Endlich gute Onlinehandel, richtig. Und ich, armer Agent, muss hier mit meinen Künstlern spazieren gehen, weil ich sie nicht vermittelt bekomme.
traurig ist es. Dabei, guck mal, das Ding hier steht leer. Ja, solche Dinger stehen leer. Sowas, sowas steht leer. Das nicht, wäre das nicht der nächste Agentursitz? Ja, absolut. Genau. Also Heckmann wohnt dann da. Ja, oben ist Heckmann. Genau. Und wir denn da? Und wir auf jeden Fall auf der anderen Seite. Aha. Keine Hausbesetzung mehr. Ja, aber bald wieder, ja, wenn es so weitergeht. Kommt schon. Ja, und wenn dann die Polizei kommt, dann hustest du sie mal an. Der Sturm der Entrüstung bricht los. Wohnungen zu verkaufen, ja, das ist die andere Seite. Das ist die Sunny Side of the Street. Ja, aber die Immobilienblase wird platzen. Ja. Dann gibt es sie auch nicht mehr zu verkaufen. Das ist aber wirklich ein schöner Wohnsitz für uns. Ja. Wollen wir das nicht nehmen? Das können wir nehmen. Steht leer. Genau. Ja. Gekauft. Für, sagen wir, 16 Tonnen Klopapier. Ja. Und 3 Atemschutzgeräte. Realistischer Preis. Ah, Mundschutz, genau. Wir können als kleines Bonus noch einen Mundschutz drauflegen. Genau. Das ist Hybrid. Hybrid. Das ist von der Hybrid. Ja. Echt Hybrid. Sag mal, haben wir jetzt den Gartenpavillon schon angeschaut? Wenn Sie mir mal bitte folgen möchten, ich zeige Ihnen mal das Grundstück. Im Moment wohnt hier noch einer, der dem schon nicht mehr richtig gut geht. Das ist nur zum Lüften aufgemacht. Das sind nur die Handwerker, die lüften heute. Aha. Lüft immer das Haus. Beides. Oh, das ist aber eine schöne Umgebung. So, na, im Anbetracht des Wohnungsmangels. Dann machen wir dort so ein Leerstand. Ja, genau. Und einen Kultursalon. Da könnte man einen Zoom mitmachen. Zoom, Zoom, Zoom. Unsere Künstler sind kurz davor, Hausbesetzungen zu betreiben. Der Selbstständige muss sehen, wo er bleibt. Ja. Wer was dagegen hat, wird angehustet. Eben. Euch werde ich was husten. Wie war das bei Gerhard Schröder? Ich will hier rein. Wow. Gehört das auch schon Putin? Könnte sein. Putin. Ja, guck doch nicht so. Aber damit ist jetzt auch kein Reibach mehr zu machen. Rosa, pass auf, du. Da ist kein Reibach mehr mitzumachen. Die Immobilienblase wird platzen. Naja, wenn es noch in 2 Jahren so leer steht, können sie es sowieso abreißen. Das stimmt. Das kommt ja eher so in die Richtung von Sami, ne? Das ist ja, da hat er wieder seinen jordanischen Stil durchgesetzt. Das ist ja wohl an sich schon eigentlich. Sag mal. Ein Spaziergang durch Grunewald. Hier war in der Straße war ich lange nicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Ist das ein Mausoleum oder was? Nein, das hat eine Kamera. Ich glaube, da wohnen Leute, tatsächlich. Die Giraffen da ran. Ey, das ist aber richtig, das. Also, hier geht man dann rein mit seiner Giraffe. Wer wohnt denn hier um Himmels Willen? Giraffen. Sieht man doch. Sanaifar Guruji. Das müssen wir wegpixeln. Ja, Datenschutz. Habibi, mach auf. Ich hab Kuchen. Hast du überhaupt nicht? Hab Kuchen dabei, Habibi. Komm mal auf. So voll und deine Augen groß. Du hältst meine Hand in deiner und lässt sie gar nicht los. Ich weiß, du willst, dass ich was zu dir sag. Doch fällt mir gar nichts ein, so sehr ich mich auch damit plag. Ich bin leider gar nicht romantisch. Ich merke, da fehlt mir halt was. Ich wär wirklich gerne romantisch. Sagte dir leis dies und das, doch fällt mir nichts Passendes ein. Am liebsten wär ich jetzt allein. Ich wär wirklich gerne romantisch.